Die nehmen wir auch mit. Ich frage mich, wozu deine Sense braucht hier. So, tot, super. Ach shit, ich weiß, wo noch welche sind. Ach nee, stimmt, die habe ich noch gar nicht gemacht. Kann mich zumindest nicht dran erinnern. In diesem Leben. Gut, dann gehen wir da mal vorbei. Ach nee, da habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Oh, ich habe keine Lust. Das wird anstrengend. Und ich könnte wetten, das wird auch mit Toten verbunden sein. Ich könnte sie höchstens zum Dorfeingang locken, das wäre eine Idee. Mal schauen. Hier hinten sind nämlich noch Wölfe versteckt, in diesem kleinen Eckchen hier. Ja, genau dort. So, und das ist dummerweise nicht bloß einer, nicht zwei, sondern gleich drei auf einmal. So, na ja, ich trinke nochmal einen Trank. So, speichern. Und vielleicht können wir einem gleich erstmal ins Gesicht schießen hier. Komm mal her. Das war ja super. Man sollte die ballistische Kurve mit einplanen, dann klappt das Ganze. Ach, toll. Besser. Was denn? Ach, ich bin so ein super Schütze. Ich glaube, da würde ich in Wirklichkeit besser schießen als hier im Spiel. Ja, 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 lass mich mal. Ich muss erstmal hier wechseln. So, kommt. Da, was? Da. So, das war's für den ersten. Und du auch noch. Wunderbar. So habe ich mir das doch vorgestellt. Schön. Den nehmen wir auch mit. Wenn er schon auf dem Weg liegt. Das sieht ungesund aus. Na gut. Wenn er es bequem findet, vielleicht macht er ja irgendwie so eine spezielle Form von Wolfs-Yoga oder so. Ich weiß nicht. So, ich würde denken, hier hinten gibt es noch eine Kiste oder so. Ja, genau. Die schauen wir uns noch an und dann geht's wieder zurück nach Kapdun. So, Schlaf, Tiere rufen, Ringbolzen. Ach ja, Ringe müssten wir uns auch mal anlegen. Ich glaube, da haben wir welche, aber noch keinen angelegt, ne? Ja, machen wir das mal. Können wir bis einen? Nein, zwei, okay. Ne, zwei, ja genau. Was haben wir jetzt eigentlich? Maximale Ausdauer. Gut. Ist jetzt nicht so der entscheidende Punkt, finde ich, die entscheidenden Statuswerte, aber gut, ist besser als nichts, ne? So, dann machen wir uns wieder zurück. Die Zauberwurzel nehmen wir auch mit. Was ist denn hier schon wieder los, Mensch? Ich raff's nicht. Ja gut, was soll's. Müsst ihr jetzt durch. Und was haben wir denn jetzt noch offen? Schauen wir mal. Urkrass, die Waren zurückbringen. Ach ja, Ortega müssen wir auch noch machen. Truhe des Alchemisten, Stiel, die drei goldenen Pokale. Ach ja, und die Waffenbündel für Phil haben wir auch noch offen. Hey Gamal, alles fit? Ach, das ist auch nichts Neues. Na, Harek, alles senkrecht? Lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Oh, da scheint jemand angefressen zu sein. So, von Eziel will ich auch nichts. Dann mal hier zu Bufford. Jens, der Jäger meint, du bist zu gebrauchen. Ja, weil ich ihm aufs Maul gehauen hab, oder wie? Die hungrigen Wölfe sind Geschichte. Du hast dich um die Wölfe gekümmert. Gar nicht mal so schlecht. Hier, hast du deinen Sold. Firma dankt. So. Dann jetzt noch fix hier bei Urkrass vorbeischauen. Also, bei Urkrass vorbeischauen, ne? Im Sinne von vorbeischauen. So, und dann packen wir hier mal ein. Ich hoffe mal, der merkt das nicht. Aber sieht nicht so aus. So, und dann sacken wir alles ein. Zum Glück müssen wir nicht ganz rantreten, um das mitzunehmen. Und so geht es eigentlich relativ unkompliziert. Ja, das war jetzt bloß eine erste Einführung ins Schleichen quasi, diese Aufgabe, dass man hier stehlen soll. Das ist einfach nur, damit man mitkriegt, ach, wenn ich Steuerung drücke, kann ich auch mal schleichen. Nur krass. Halt. Was? Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Kannst du ja gar nicht wissen. Hast du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Hast du Augen im Hinterkopf? Wie kannst du das gesehen haben? Du stehst die ganze Zeit hier am Eingang, Mensch. Ich denke, das Zeug hier gehört dir. Na also, her damit. Gut. Was willst du noch? Los, hab! Ja. Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung? Ach. Also gut. Hier, nimm das Gold. Und jetzt, verschwinde! Schön, da haben wir jetzt schon einen Ruf von 70 hier in Kapdun. Das ist doch schon ganz ordentlich, würde ich denken. Noch fix hier bei Seruk vorbei. Ich habe die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich wusste, dass dir das gefallen wird.
Schön, ja. Tja, die goldenen Pokale kannst du ja bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Gut. Und wenn du noch einen Job suchst, geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Verstehe. Danke für den Hinweis. Das werden wir irgendwann mal machen. Wenn wir mal in der Nähe sind, mal schauen. Ja, Dius-Handwerk, mal gucken, was ich da lernen werde. Ich weiß es noch nicht so richtig. Bin jetzt auch kein unbedingter Fan von Diebes-Skills und so. Mal schauen. Ja, dann machen wir uns jetzt mal hier hoch. Denn wir haben noch die Arena vor uns. Und da werden wir natürlich mal so kräftig absahnen, dass die hier alle blöd aus der Wäsche gucken. Mal schauen. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Die nimmst du bitte auch noch mit. So ein bisschen den Friedhof plündern hier. Können wir hier irgendwas auswählen? Nö. Nö, schade. Namenlose Gräber. Die haben ja, also die Jungs von Piranha Bytes, ich glaube im zweiten Teil ist das, in Gothic 2, haben die sich auch so auf Grabsteinen immer mal mit verewigt. Aber hier kann man, glaube ich, nichts drauf lesen so richtig. Ja, wer weiß. Aber ich würde denken, hier gab es irgendwo einen, den er anvisiert. Naja, hier offenbar nicht. Aber wir sammeln nochmal mit so ein bisschen nebenbei die Heilpflanzen ein. Denn irgendwann können wir die vielleicht mal, wenn wir dann doch mal Alchemie-Skills lernen sollten, zu Heiltränken umbasteln, ja, umbasteln wollte ich sagen, genau. Jo, und es hackt, ich weiß nicht warum. Das nehmen wir auch noch mit. So, was gibt's denn hier hinten eigentlich? Die Ecke kommt mir jetzt gar nicht so bekannt vor. Drum nehme ich mal an, dass es hier auch gar nichts weiter geben wird. Nö, bloß Gemüse, okay. Aber können wir auch mit einsacken. Spielen wir mal wieder Kräuterfee, ist auch okay. So, was haben wir hier? Morgentau und Mana-Pflanze müsste es sein, ne? Ach nee, Felsnessel, okay. Haben wir das. Und können weiter marschieren zur wahnsinnigen Arena von Cap Dun. Ihr dürft gespannt sein, die ist riesig. Und ja, das davon ist schon die Arena. Also, nicht das Haus, sondern der Steinkreis. Ja, das ist die Arena. Doll, wa? So, speichern wir mal. Und dann sprechen wir mal mit dem hier. Bist du hier, um in der Arena zu kämpfen? Jep, jep. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Zu Anfang will ich dir einen leichten Gegner schicken. Wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, sehen wir weiter. Du kannst mir auch jemanden schweren schicken, ist auch okay. Aber gut, der Fadi macht sich schon auf den Weg. Was kann ich in der Arena gewinnen? Der Champion der Arena bekommt ein Schwert. Das klingt gut. Verlierer bekommen gar nichts. Ja, da wir keine Verlierer sind, ist das egal für uns, denke ich mal. Was muss ich jetzt tun? Geh in die Arena und kämpfe. Wenn du sie verlässt, hast du verloren. Jo. Na, dann wollen wir mal. Na, Fadi? Nochmal speichern. Ist, kann nicht schaden, denke ich mal, ne? So, dann rein in die gute Stube. Zeig mal, was du... So, und den können wir jetzt aus der Arena rausdrängen. Ja, du verlässt die Arena, super, aber Fadi steht schon draußen. Will ich nur so anmerken. So, shit, und ich bin gleich tot, sehe ich gerade. Was? Hallo? Ja, ich lade jetzt, das ist mir... Seid ihr bescheuert oder was? Das Blöde ist, man kann ihn nicht durch die Gegend treiben, weil man immer anhalten muss. Wenn man aus der Arena tritt, hat man verloren. Das ist total dämlich. Da könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen. Aber gut, dann... Ich habe ja noch nie verloren, glaube ich. Das ist ja lächerlich. Das ist ja peinlich. Oh je. Na gut, dann eben im zweiten Versuch. Da muss ich mich diesmal anstrengen und ihr habt gesehen, der Schild, der wirkt wahre Wunder in der Abwehr. Der Typ hat einfach durchgeschlagen. Es ist sinnlos mit Schild irgendwie. Deshalb werde ich den dann auch später wieder ablegen, sobald es mir möglich ist. Denn ich werde auf Doppelschwert skillen. Na los jetzt, so lange kann das auch gar nicht dauern hier. Wunderbar, Leiste voll. Und dann geht's nochmal los, Fadi. Na komm her, du feige Sau. So, jetzt aber. Diesmal krieg ich dich, du Mistkerl. So, wir... Was? Willst du mich verarschen? Ich war überhaupt nicht draußen. Scheiße, Mann.
Ich will den letzten Kampf wiederholen. Ja, Mann. Ich wusste es. Geh in die Arena. So, und diesmal gibt's aufs Maul, Alter. Dann zeig mal, was du drauf hast. Kannst du haben, du Arsch. Mann, du Blöde. Ach, es ist echt irgendwie dumm gemacht. So, jetzt aber. Komm schon. Jetzt bist du dran, jetzt hast du keine Chance mehr. So, wunderbar. Fadi besiegt. Schwert eingesteckt und den Schädelschild nehmen wir auch mit. Der ist nämlich besser als unser momentaner Schild. Und dann werden wir den nämlich auch gleich mal ausrüsten. So, I. Schädelschild. Ach nee, leck mich doch. Da braucht man ja... Ach Gott. Na toll. Okay, dann rüsten wir den eben nicht aus, wie er meint. So, mein Freund, hast du noch jemanden? Du hast gewonnen. Ja. Aber dein Gegner war leicht. Also bildet dir nichts ein. Bla bla. Wenn du willst, schicke ich dir einen guten Gegner. Ich bitte darum, mein Freund. Gib mir einen Gegner. Du willst kämpfen. Du kannst kämpfen. Ja. Du wirst gegen meinen besten Kämpfer antreten. Geh in die Arena. Ja, jetzt ist schon der beste Kämpfer dran. Also ihr seht, es gibt nicht allzu viele Krieger hier in Kapdun. Wir speichern. Business as usual. Und dann, sobald es irgendwann mal fertig gespeichert hat, wenn es das denn hat, geht's auch los. Ja, wollte schon sagen, ne? So, ab geht er. Der kämpft mit dem Zweihänder, beziehungsweise einer Orkwaffe. Und Orkwaffen sind generell Zweihänder für Menschen, weil die Orks ja einfach mal größere Fingerchen haben und deswegen auch einen längeren Griff umklammern können. Ja, und der ist weitaus weniger ein Problem als der mit dem Schild. Ups. Weil man einfach den Schlägen viel besser ausweichen kann. Wenn man dann doch mal reingerät, tut es natürlich umso mehr weh. Aber das kommt eher selten vor. So, haben wir das? Und dann können wir mal fix hier bei... Wo ist er denn? Hier, nee, der auch nicht. Welche? Wo ist denn der? Also der, den wir vorhin besiegt haben, meine ich. Ach, hier. Genau du da. Wie heißt du denn? Fadi. Du Mistkerl. Bist verdammt gut. Respekt. Du wirst es bei den Gladiatoren weit bringen. Ja, um präziser zu sein, ich werde euch hier alle rocken und werde Champion sein. Oh, mein Kopf! Ich kann dir Aspirin empfehlen. Gut gekämpft, Fremder. Ja, das war schon alles an Anerkennung, aber das gibt Erfahrungspunkte. So, dann müssen wir auch fertig sein, glaube ich. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Du hast gut gekämpft. Es gibt keinen mehr, der gegen dich antreten will. Du bist der Champion. Bekomme ich einen Preis? Ja, dieses Schwert. Trage es mit Stolz. Es ist eine gute Klinge. Ja, das war wahnsinnig herausfordernd. So, dann haben wir ein Breitschwert gekriegt. Müssen erstmal schauen, ob das überhaupt besser ist. Ich weiß es nicht mehr. Klingenschaden 60. Ja, toll. Arschlecken, Mann. Bleiben wir bei dem, was wir haben. Ich will aber mal hier beim Bogen gucken. Ach nee, ja gut. Haben wir nur was Abgenutztes. Gut, dann haben wir ein was mehr, was wir verkaufen können. So, Arena abgehakt. Haben wir auch. Halt! Keinen Schritt weiter. Was, warum? Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Ha! Wir sind nämlich mittlerweile so beliebt hier oder so respektiert, dass wir auch an den Stellen, die vorher bewacht wurden, wo wir nicht reinkamen, dass wir da jetzt passieren können. Das heißt, wir können jetzt hier rein, wo der Paladin Wenzel gefangen gehalten wird, und wir können auch unten bei Uruk jetzt vorbeischauen, was wir gleich machen werden. Ne? Uninteressant. Super. So, reden wir mal mit Wenzel.